Du brauchst nur schauen, mit offenen Samen Augen, und zusammensitzen. Ja. Gut, okay, die Steiner bearbeiten, das ist ein Irrelei, gell? Da haben sie zwei gefunden. Gell? Ja. Die sind beide schon steinreich. Da war ich ja da schon überall solche Schüsseln stehen. Du, wir haben auch, mit einem nur Steiner Samen. Da haben wir schon mal dazu. Wir machen. Also, wenn ich rennen gehe und ich sehe was, dann lege ich mir es auf die Seiten. Mhm. Ja. Das ist der Unterschied. Wenn ich rennen gehe, mache ich Daumen zu. Er verliert mich. Du verlierst mich. Oder so wie in der Fernsehwerbung. Ja, wo ich im Prinzip ist. Der Motor in die Zeitung ist schon Motobik, das Kraftei, nicht? Du weißt, wie ein war. Der ist ja vier Tage, da hat es aber denselben Motor gegeben, genauso wie in zwei Tagen. Nicht? Ich habe gewusst, wo das steht, ne? Der hätte 13.000 Schilling gewählt. Ne? Ja. Und ich bin mir zwei wieder. Der hat ja mit den italienischen Motoren, auch mit Roller, Vespa und so. Ne? Und wenn sie mir 1.000 Schilling geben, ne? Ja. Ich sage, 1.000 Schilling gewinnen, ne? Habe ich gesagt. Ich habe mir auf der Kasse 5.000 Schilling geholt, habe ich 5.000 Schilling gegeben, ne? Nummer nicht. Und eine Woche, drei Tage später kommt der andere hin, der war schon dort, der hält nicht mehr wie 1.000 Schilling gezahlt. Nein, das war nicht kaum. 13 hätte ich eh nie gekauft oder was. Und dann muss ich einiges Stück Taverge hin. Aber da war ich noch, da hat man beim Hauptmann lackiert, alles, was die kann man alles machen können. Und das hat halt ein Poppenstück gekostet. So. Das ist das Motorrad, was mein Onkel gehabt hat, in 35 Jahren so neu gekauft. Ne? Und ich habe jetzt eben schon gewusst, was steht, wo er möchte, dass ich helfe. Ne? Dann habe ich es ihm heuer, voriges Jahr im Sommer, und ich habe die Konsolen dazu, was läuft und fertig ist. Du musst etliche Tausend einstecken, da kommt man nämlich an. Und da sind halt die alten. Das ist das Älteste, was ich habe. Ne? Ja, mit den schönen Pickel, die haben wir da. Ja, 1921 war ich. Die habe ich von einem. Und was ist das, ein Buch? Ja, 52er. Und das war ein Stammgast von mir. Der hat gesagt, wenn er sollte mal sterben, ne, dann kriege ich das Motorrad. Weil das Motorrad hat er mich angesprengt gehabt. Der ist zu mir gekommen und wenn er da war, ist die Bank gesprungen. Den Modell gibt es in Europa höchstens gerade mal 2 oder 3 Stück. Ja, ja. Was ist das? Horix. Das war damals in den 50er Jahren. Hast du Horix gehabt, hast 17 Hosen gehabt. Wie ist das? Keine Ahnung, der Karl, ne?
oder? Ist das der Kali? Nein. Und wie lange darfst du Motorrad fahren? Seit ich darf, mit 16 Jahren angefangen. 16 angefangen und gleich selber eine Maschine gehabt? Oder? Ja, ein Fahrrad, gebraucht, ja. Sportmaschine gekauft. Ja. Aber ich bin mit Hilfe von allen Frauen, von der Schwiegermutter und meiner Mutter, mhm. Die hat damals eigentlich 1000 Schilling gebraucht. Ja. Und dann haben wir im Lungen zu sehen, hat man vorhin gesehen mit der 125 Sport mit so. Nein, hat man vorbeigestellt. Ja, ja, bin ja der Paten von Robert, bin ja der Paten und so. Ne? Und dann die waren wir immer beieinander, ne? Mit Vorjetters und meine. Und da habe ich in den Untersee gefahren und habe gesagt, die wollen wir. Dann sind wir hin und haben gesagt, wir möchten die. Ich weiß ja nicht mehr, was es kostet. Und dann hat sie dann 175 gekauft, so was ähnliches. Ne? So nur mit 175. Und dann habe ich die gekauft und dann sind wir noch ein paar Monate gekauft. Auf geht's. Erste Rennen waren Brebiche. Und man denkt, na, fast nicht mit. Das geht 24% Steigung, man kann nicht schnell sein. Und patsch in der Kurve durch den Viadukt bist du da. Genau. Das wird dann wieder Geld kosten, was du alles fotografierst hier. Eingehörst. Weber, Weber. Dann gehst du noch wie Oberreit, meine ich. Das Ding, und das ist eine Bundesheermaschine für die Deutschen. Das ist die Nächte jetzt? Die letzte, die sie gekriegt haben? Oder das ist die letzte, die sie haben, haben, ja. Originalzustand auch. Ne? Das ist eine deutsche Merkur-Geländesportmaschine. Ne? Das ist halt auch, das gibt es in Deutschland auch nicht mehr, weil es so bastelt worden ist. Ne? Mhm. Aber das ist so original ausgeliefert worden. Ne? Die hat auch 16, 17 PS. Ne? Wie gesagt, wunderschön zum Fahren. So, das ist die KTM, so die erste mit eigenem Motor, was gemacht haben. Ne? Die. Und der 25er, die hat schon 25 PS, 90 Kilo, die bin ich irgendwie an oder vorn. Ja. 90 Kilo kann ich da hin und her sehen. Und wenn ich dann so was die kostet, der was nicht versteht, sagt er mit dem, so wie du den nicht weg hast, der rückgesagt. Ne? Wenn man es drauf denkt, dass ich die habe ich als Schrott fast gekauft. Ne? Und dann habe ich es so hergekriegt, kannst du dir vorstellen, was das ist. Ist noch recht schwierig, die Teile zu kriegen? Nein, für ein Buch kriegst du alles, da wird alles nachgemacht. Ja. Zylinder wird neu gemacht, Getriebe werden eh nie hin bei dem Buch. Ja. Lager kriegst du sowieso, das ist eher standardlos. Gehäuse, musst du aufpassen, ob Federbeine, Auspuff wird alles neu gemacht. Ne? Das machen die Tschechen auch. Ne? Weil so habe ich andere Lehren gebraucht. Ja, und das ist, das habe ich gemacht von meiner Rheintage, ist mir das übergeblieben, der Tank und so. Und um 70er hat mir dann irgendein Freund zu den Namen geschenkt. Und da habe ich dann angefangen. Ah ja, das ist ja eigentlich. Ja, das war ein Geigenbau, ne? Aber weißt du, wie die geht? Leise, das war das Ganze war. Und da raus. Die Motoren waren gut, oder? Die Motoren waren gut. Bei der Heimmaschine habe ich nur 80 Kubik. Ne? Da haben wir eine Spezialkurve noch lassen müssen, weil es keine mehr gegeben hat. Ne? Nein, das passt schon. Das, ja. Was ist denn zeitmäßig geworden? Also die Zeiten bleiben nicht schnell. Ja, aber du hast alles überrestauriert? Ja, sicher. Ja, aber wann hast du da schon angefangen? Das ist ja eine Menge. Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Nein. Wenn ich einen Splen gehabt habe, habe ich gleich 30 gleich restauriert. Wo hast du die Werkstatt? Ich hab beim Hauptmann habe ich es gehabt, beim Haarland unten kann ich machen und da hinten habe ich eine Holzhütte, da schaut es aus, wie wenn die Russen drin waren. Das Werkzeug liegt nur am Boden, aber ich finde es selber. Ne? Und so, da waren normal die feinen Sachen und wenn ich hab, dann habe ich jetzt früher war ich lackiert beim Hauptmann, habe ich einen Lackierer gehabt, der zu Service. Hast du auch Buchstaben? Ja. Dann habe ich, da haben wir sind noch miteinander reingefahren. Ne? Ach so. Die, ja. Ach so. Ottmar war ja mein bester Freund. Ne? Und heute ist sie noch mehr Freundin. Ja. Naja, man ist ja gut bekannt und so. Ja. Und ich kann mir nicht alles gefallen. Zeit, was verkaufst du noch was? Oder ist gar nichts mehr? Momentan habe ich nichts zum Verkaufen. Die gute Rennmaschine, die ich vorhin bei alle verkauft habe, stehen zwei im Museum gekauft. Also? Und eins in Linz und eins in Graz. Und wo bist du mitgefahren bei den Rennen? Überall.
Es gibt nichts, wo ich nicht geworden bin. Es gibt nichts, wo ich nicht letzter geworden bin. Ja. Ja, wollte ich nicht mehr. Also da sind wir schon, Herr Schau-Christel. Wo sind deine neuen Werke? Meine neuen Werke? Ah. Verschiedene. Mhm. Kurse gemacht, gell? Na wunderschön. Und da haben wir Venedig, aber das kennen wir eh schon, gell? Das kennst du schon, ja. Aber trotzdem immer das wieder eine Augenfreude. Ein paar ältere Werke. Aha. Mhm. Deine Oma wohnt in Slavnica? In der Nähe von Slavnica, ja. Ach ein paar Kilometer von. Ah, schau. Ja, aber mein Opa ist da oft, weil... Kameramann ist. Ja. Kamerafilmemacher, oder wie man sagt, gell? Ja. André. Aha. Jojo. In Afrika? Ja, ist oft ein... Schon wieder ganz einfach. Du hast eigentlich einen guten Riss gemacht, Andi, wo hast du gleich die Autos stehen gehabt? Hallo, die ganzen Roten sind alles drauf. Ja, ich habe schon. Ja, wir haben uns mit dem Monster. Wir haben uns mit dem Monster.